Ihr Lieben, recht herzlich willkommen zu einer weiteren schönen Folge Ark Survival Ascended hier bei uns auf dem Kanal. Und heute bin ich wieder alleine unterwegs, denn ich habe den Auftrag bekommen, ein Gewächshaus zu bauen. Und zwar hierhin. Irgendwo hierhin. Den Stein, auf dem ich stehe, den bekomme ich leider nicht weg. Das tut mir leid, den auch nicht. Ja, da müssen wir halt irgendwie rundherum bauen. Es nützt ja alles nichts. Ich habe ein paar Teile vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Und dann bauen wir das Ding einfach mal los. Kriegt man das irgendwie? Ich glaube, das müsste so passen. Na, geh mal weg. Und zwar fangen wir einfach mal an. Ich noch ein bisschen höher bauen? Ja. Ist das großartig? Ist das toll? So, Nummer 1 sitzt. So. So. So geht's hier weiter. Lang hin. Das ist doch eine Fläche, oder? Damit kann man doch arbeiten. Könnte ich doch eigentlich noch einen weiter hintergehen, oder? Ja, tatsächlich. Ja, geil. Ich hoffe nur, dass Graszeugs verschwindet. Fundament aus Stein kann nicht gesetzt werden. Merkt ihr das? Könnte nicht gesetzt werden. Also ich habe das Gefühl, ich kann auch noch mal drauf rumspringen. Ich glaube, das konnte gesetzt werden. Ja. Na gut, hier muss man dann halt irgendwie ein Beet drüber bauen oder sowas. Das kriege ich leider nicht weg, das Ding hier. Ob ich will oder nicht. Ne, hier kann man nichts weghauen. Das tut mir leid, aber das macht ja nichts. Wir haben schon mal etwas geschaffen. Seht her, ich habe gebaut. So, du gehst auch nicht weg. Gut, da haben wir das schon mal. Na siehste, wir sind doch schon fertig. So, was machen wir dann? dann würde ich sagen, okay, das geht nur hier unten. Den kann ich hier ansetzen. Oh, haben die was gefixt? Nein, die haben was gefixt. Man kann das jetzt auch ansetzen. Oh, das ist ja nett. Aha, Wildcard hat also mal was Gutes gemacht. Das ist ja auch nicht so häufig, ne? So, dann hatte ich hier unten nochmal, nehme ich nochmal 50 mit. Genau. Ab das schön. So, jetzt direkt weiter. Es ist zwar jetzt gerade Nacht, aber das ist ja jetzt auch nicht so wild, Leute. Ist ja nicht so wild. Wir haben ja Lämpchen überall. Schaut mal, wie schön die das gemacht haben. Oh. Na, dann gehen wir nochmal hier hoch. Hopp. Wegen sich. Ja, und da muss ich natürlich eine große Treppe bauen oder so. Ja, das machen wir dann. Wir werden da schon was Schönes hinzimmern. So. Ach, hier hinten werde ich nichts bauen wegen diesen komischen Steinen. Das sieht echt komisch aus. So, kriegt man hier noch was hin? Das wäre jetzt natürlich absolut... Tanzkatze, jawohl. Steffen Angelo, schön, dass du damit dabei bist. So, pass auf. Wir werden... Oh, das, siehst du, das geht noch nicht, dass man die übereinander stapeln kann. Aber das ist nicht so schlimm. Das macht nichts. Da gibt es Trick 17. Und zwar... Den da. So. Sehr schön. Oh, nein. Das war doof. Da, 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 da. Wo mache ich denn die Treppe hin? Die mache ich am besten dann hier hin, ne? Hier so kommt die Treppe hin. Genau, dann kann sie hier reinwackeln. Dann hat sie hier eine große Fläche. Wie weit kann ich denn noch vorgehen? Ah ja, schon noch ein Stück. Das wird ein monströses Riesengewächshaus. Das will sie ja so haben. Habe ich denn noch eine Treppe irgendwo? Vielleicht sogar eine schöne Treppe. Weil das sind alles die Leichen hier drin, die man mal für irgendwas genommen hat. Ja, da schau. Da haben wir doch ein Treppchen. So, und da haben wir sogar schon ein paar Glaselemente. Aber ich werde tatsächlich noch ein paar Deckenelemente brauchen, sehe ich gerade. Ah, und ein paar Wände. Wände, Wände. Ach, ich habe nur zwei Wände. Okay. Das macht ja nichts. Wir schauen mal. Die konnten wir doch hier auch irgendwo herstellen. Irgendwo war das doch auch hier drin. Da. Das sind dieselben. Und nee, das sind Halbwände. Nee, Halbwände brauche ich nicht. Um zu behalten. Hier, zurück an Empfänger.
Zack, weg damit. So, wo waren wir stehen geblieben? Oh. Das heißt hier auch nicht, heißt das Wall? Das heißt auch nicht Wall? Ja, nicht schlecht. Moonpandachen. Häusigartenbau. Ja, wir müssen heute anfangen. Natürlich, nützt ja nichts. Sonst liegt mir Dani damit noch 100 Jahre in die Ohren. Das geht nicht, das kannst du nicht machen. Das geht nicht. So, jetzt werden die Dinger hergestellt. Und dann schauen wir mal. So, wir setzen mal die Treppe eben hin. Ich bin ein bisschen langsam. Ja, das weiß ich manchmal selber nicht, was hier bei uns abgeht. Das ist manchmal nicht ganz klar. So. So, da haben wir doch schon was. Wir werden trotzdem noch eine Reihe nach vorn gehen. Es nützt ja alles nichts. Aber wir werden hier vielleicht so ein Gedöns drunter setzen. Warte mal. Oder nehmen wir jetzt einfach Wände? Ich muss da gerade mal überlegen. Da muss ich mal überlegen. Warte mal, wir haben doch gerade Wände gebaut, oder? Ja. Da, schau an. Da müssen wir auf jeden Fall hier eine hinsetzen. Komm, ja, du hast doch gerade, genau. Ja. Und dann muss ich hier vorne noch eine dran setzen. Dringend. Ja, und dann müssen wir gucken, wie es weitergeht. Also ich kann hier auf jeden Fall noch ein Stück nach vorn gehen. Pass auf, das machen wir auch. Ja, genau so wollte ich das haben. Zack. Jawollo. Das wird ja eine... Das wird ja ein Gartenbauding hier vom Allerfeinsten. So, warte mal. Da haben wir jetzt... Da. Die muss ich oben dran setzen. Jawoll. Ich glaube, Bewässerung müsste ja sowieso schon anliegen. Ich habe keine Decken mehr. Bewässerung sollte trotzdem schon anliegen. Schon die ganze Zeit. Das ist ja das Schöne bei Ark Ascended. Das finde ich nämlich gut. So, Steindecke. Jawohl, dann machen wir auch noch mal Zähne. So. Genau, und dann geht's los mit dem ganzen Glaskäse. Ne? Vielleicht könnten wir das auch noch hübsch verkleiden oder so. Was haben wir denn hier noch? Was hast denn du noch Schönes? Outdoor Market Deko. Auch nicht schlecht. Eine Feuerstelle. Ein bisschen Atlaszeug. Plänz. Hier sind. Oh, Plänzchen können wir da auch reinballern ohne Ende. Nö, ist ja kein Problem. Ist doch kein Problem. Macht doch nichts. Das geht ja nicht verloren. Weißt du, wir nehmen das alles schön auf für die lieben Menschen auf YouTube. Da könnt ihr das auch gucken. Auch in 100 Jahren. So, da haben wir das erstmal. Das müsste eigentlich... Nee, ich brauche nicht noch weiter vorgehen. Das macht ja keinen Sinn. Nee, ich glaube, das macht keinen Sinn. Das ist groß genug. So, jetzt werden wir hier noch ein paar Wände reinbauen. Die werden natürlich nicht reichen. Genau. Ja, 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 ja. Sehr gut. So. Falsch. Ja. 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 Hm? Oh, wieder für gemacht, oder? Na toll. Eine Wand noch bauen. Da muss ich noch eine einzige Wand bauen. Ach so. Das machen wir aber ganz schnell. Ist ja kein Problem, gell? Hm? Ja, bitte mach dir die Mühe und guck alles nach. So. Dann haben wir doch schon mal den Grund geschaffen. Hier kommen dann noch so ein paar Pflänzchen hin, ne? Ein paar Pflänztöpfchen und sowas. Das sieht auch ganz gut aus. Hier könntest du notfalls auch hinten reinrennen. Ja, und von der Fläche her ist das doch okay. Ich glaube, das ist okay. Ja, Steffi, grüß dich. So, da haben wir das. Und dann geht's mal los mit irgendwelchen Glaswänden. Das würde ich natürlich auch gern so machen wie dort. Ja,
Aber da stelle ich extra alles her, das ist wurscht. Das ist wurscht. Zack. So, was haben wir denn alles Schönes hier? Ich hatte doch ein paar Teile auch schon gebaut. Da bin ich hier, 14 Stück. 14 Wände. Zack, rein damit. Und eine Tür haben wir auch schon gebaut irgendwann mal. Sehr gut. Und dann braucht man natürlich ja die Dinger. Da kann ich die anderen erstmal wegwerfen. Ah, schon wieder so ein Haufen Zeug im Inventar. Jetzt übertreiben sie es aber. Muss ich schon wieder alles wegräumen? Ach, schaut dir mal an, die ganzen Herzen. Das ist doch nicht normal. Hier, das ganze Candy-Zeug. Die machen nur Liebe bei uns, die Tiere. So viel Liebe. Ich habe gerade gesehen, ich muss wahrscheinlich ein bisschen Fisch reinschmeißen bei unseren Freunden hier, bei unseren Tierchen, dass die was zu futtern haben. Da hat man ja gestern 10.000 reingeschmissen, glaube ich. Ja. Es ist ein Trauerspiel. Es ist ein Trauerspiel. Esst euch satt, liebe Kinder. Warte mal, den Kram hauen wir mal hier rein. Was haben wir hier noch? Die Samen braucht wahrscheinlich Dani für irgendwas. So, da haben wir nichts mehr. Sehr gut. Esst und trinkt. Das motiviert. So, pass auf. Was wollte ich machen? Genau, wir haben ein paar Teile davon. Dachelemente, warte mal, die könnten wir doch hier drin... Hallo, könnten wir doch hier irgendwo bauen. Oder nehmen wir die Klinger. Ich weiß gar nicht, ob die passen. Ach, scheiße. Warte mal, Strukturen. Gewächshaus. So, davon. Dankeschön, Schelle. So, davon brauchen wir wahrscheinlich auch 20 bestimmt, oder? Ich mach mal 20. Pass mal auf, ich mach mal 20. Geht nicht. Okay. Dann machen wir hier oben 20. Das sieht gut aus. Dann braucht man mit Sicherheit auch ein paar Ecken. 2, 3, 4 mindestens. Zeig mal her. Ihre. Ich muss erst warten, bis das durchgelaufen ist. Na egal, dann setzen wir ein paar Wände. Ein paar wunderschöne Wände. So, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Durchgang. So, ne? Hier so eine Tür. Ich glaube, das ist cool. Ich denke schon. Zack. Wir brauchen ja auch eine Tür. So. Schön. Und das machen wir jetzt. Clear. Das ist clear, oder? So. Sehr schön. Cool. So, Gewächshaus fertig. Nein, natürlich nicht. Ich würde gern hier eine Stufe reingehen. Dann hier vorne hin. Dass man hier draußen noch vielleicht ein bisschen Deko reinballern kann. Einfach so an die Ecke, damit das hübsch aussieht. Das könnten wir ja mal testen, wie das aussieht. Da. So. Jetzt musst du hier wieder aufpassen, wie rum. Wie rum, warum Löffelstiel? Genau so. Zack. Das ist immer gar nicht so einfach zu sehen. Oder gehen wir hier vorne lang? Mal schauen, wie es aussieht. Wir schauen uns das mal an. Zack. So. So. Da, 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 da. Kann man das so lassen? Oder macht nicht viel Sinn, weil man sowieso nicht sieht, was da oben drauf liegt, oder? Wenn man da jetzt was hinstellen würde. Komm, wir testen das. Kreuzding. Testen das. Halt, hier lang. So, passt auf. Outdoor. Was haben wir denn da alles Schönes im Outdoor-Bereich? Oh, ein Lämpchen. Eine Gartenlampe. Weg mal her. Wie groß bist denn du, Gartenlampe? Da, 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 da. Dass man das einfach schon mal guckt. Hup. Da. Die ist ja süß.
Wie niedlich. Kann man damit noch was tun? Ja, Anti-Nerv-Schaltung. Auch schön. Das könnte ich fast so unterschreiben. Schauen wir mal. Ich habe doch irgendwo die ganzen Pflanzen gesehen. Waren die hier drin? Nee. Klinger Additional Lager. Okay. Zettel Waffen. Nee, ich habe doch irgendwo ganz viele Pflanzen. So richtig viele. Und zwar... Lenz, da haben wir sie doch. Pass mal auf. Da nehmen wir was Schönes. Was Buschiges. Mal eins hier. Denk mal her. Wie machst denn du dich da? Du machst dich bestimmt klasse. Da freust du dich doch schon drauf. Ich wese doch. So. Machen wir das mal. Da dahin? Dahin wäre es auch gut. Ich will ja nicht, dass es unbedingt dann reinbümmelt da. Ist das schön? Ist das nicht schön? Ja. Ist okay. Sieht toll aus, oder? Sag ich doch. Ist auch so ein bisschen indirektes Licht da hinten. Oh, dunkle Wolken ziehen auf. Wie spät haben wir es denn? Ach, das wird gleich Tag. Sehr gut. Ja, dann baue ich noch ein paar so kleine Gartenlämpchen. Die würde ich dann gern hier so hinbauen. Immer schön hier außen lang. Dann müsste man doch eigentlich ordentlich Beete reinkriegen, ne? Eins, zwei, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und hier könnte man auch nochmal zwei reinmachen. Das muss doch reichen, ne? Hey, das sieht gut aus. Hey, ist das schön. Hui. Pass auf. Hier suchst du dich zwar tot hier. Outdoor, hier war das, ne? Dann nehmen wir noch ein paar mit. 18 brauche ich nicht. Wir machen mal 8. Lieber man hat, als man hätte. Achso. Zack. Dann lassen wir die nochmal drin. Da kann man auch so einen Brunnen bauen, siehst du. Und wir brauchen die Wände. Haben wir schon welche gebaut? Natürlich. Achso, wir haben die schrägen gebaut. Okay. Nee, dann warte. Bauen wir noch ein paar Wände. Wenn du Wände brauchst, dann frag einfach nach. Wir machen mal 20. Ja. Kannst du mal bauen lassen, mein Freund. Oh. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Warum nicht? Warum nicht? Dann, wie viel haben wir denn hier? Ich glaube, wir müssen erst die Wände setzen. Da kann ich gucken, welche Lampen ich da hinbauen kann. Aber wir könnten mal was testen. Nein. Entschuldigung. Das ist ein bisschen schräg. Aber so ist das im Garten, weißt du? So ist das im Garten. Kann man da vielleicht die Farbe noch ändern? Nee. Nee, die ist schräg. Das gefällt mir nicht. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Der neue Tag bricht an. Nee, das geht so nicht. Dann kommst du eben dahin. Ja. Gut, das lassen wir erstmal so. So, schauen wir mal, ob die Wände fertig sind. Nein, das kann man nicht schräg stehen lassen. Nein, das geht nicht. Wände. So, her damit. Die Ecken. Ach, die Ecken brauchen wir ja auch noch. Die brauchen wir auch noch. Ohne Ecken geht ja gar nichts, ne? 4 Stück. Ich hoffe, ich habe genug Zement. Ja. Da, 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 da. Ecken. Die Dinger. Und dann brauchen wir noch Dächer, Dächer, Dächer. Ohne Ende Dächer. Oh, jetzt bin ich zu schwer. Na toll. Noch nicht mal gefrühstückt, weißt du?
Uiuiuiuiui. Ja, Wahnsinn. Hoch die Treppe, schaffst es, ja. Ja, da werde ich einfach hier weiterbauen. Richtig an den Rand hinten lang. Und ich glaube, das ist wurscht. Der kleine Scheißer steht jetzt hier nicht im Weg. So. Ich werde aber nicht leichter. Nein. Komm mal hier hin. Dann setzen wir. Wir schauen uns das mal so an. So. Oh. Genau, und jetzt vor. Das sollte funktionieren. Muss jedes Mal das Element drehen, ne? Das ist ja ganz aufregend. So. Müssen wir das natürlich wieder ändern. Plopp. So. Und das ist tatsächlich so, wenn du Sachen im Gewächshaus anbaust, hast du eine deutlich höhere Erntemenge. Als wenn du es draußen irgendwo hinstellst, den ganzen Quatsch hier. So. So. Und ich glaube, die Höhe reicht eigentlich auch, ne? Wir müssen das ja jetzt nicht abartig hochbauen oder so. So. Das sieht doch nicht schlecht aus. Erst einmal von der Fläche müsste es reichen. Mal gucken, ob ich solche Beete bauen kann. Man einfach mal testweise ein paar hinstellt. Bin immer noch zu schwer. Aber es geht doch. Sag mal, Jungchen, was ist da los? Oder bin ich am Verdursten, verhungern? Nee, zu schwer tatsächlich. Da muss ich ganz kurz was aus dem Inventar schmeißen. Und zwar, das kann weg, das kann weg. Das muss dann irgendeiner wieder einräumen. Weißt du, irgendein Freiwilliger. Das kann auch weg. Obwohl, die kann ich doch auch wegschmeißen. Ja, die auch. Weg damit. Das wird übrigens gleich alles automatisch eingesammelt. Und nicht, dass ihr denkt, ich werfe das einfach weg, das gute Zeug. Ja, da hat es gleich da. Da. Der Schlaubi sammelt das alles auf. Auch schon wieder. Och nee, jetzt habe ich keine Lust, die Dinger wieder rauszusammeln. Und natürlich habe ich noch die Fallen dabei. Oh, mir fehlt eine Falle. Das sehe ich sofort. Das sehe ich doch sofort. Du hast sie auch nicht mehr. Upsi. Upsi. Ja, nicht so schlimm. So, wir hatten jetzt die Teile hier. Ach, die hatten wir schon, okay. Und jetzt brauche ich Dächer. Das wird teuer. Das wird richtig heftig teuer. Wir machen da mal 25. Aber geht noch. Alles noch im finanziellen Rahmen. So, weiter geht's. Ja, und hier werden wir dann auch noch ein bisschen was davor stellen, dass das nicht so kahl aussieht. Hm? Na, siehste. So. Da brauche ich was. Oh, kriegt man da überhaupt so eine Decke hin? Ah. Das macht ja nicht viel Sinn, wenn ich jetzt da. Das ist ja blöde. Warte mal. Oh, das ist ja blöd. Genau andersrum, mein Freund. Ja. So. Das erstmal da, weil er da hin. Das richtig? Ja. Sieht halbwegs gut aus. Man darf sie halt nur nicht verkehrt rum hinbauen, denn dann wird es sehr hässlich. So, jetzt komme ich da natürlich nicht ran, oder? Kriegst du direkt Genickstarre? Kommst du? Hallo? 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 Dieses. Pink. So. Ja, und hier müssen wir schauen. Also ich glaube, das wird dann einfach ein Flachdach wohl anders. Ja doch, obwohl. Nee, das ist ein ganzes Teil. Das nimmt ein ganzes Teil ein. Man könnte aber. Nee, das macht keinen Sinn. Na, ich klatsche da einfach normale Decken drauf.
Normale Deckenelemente. Oh, die Dodos. Die machen die ganze Zeit. So. Und zwar dahin. Dahin. Gut, da hätten wir das schon mal. Wir können mal die restlichen ja hier erstmal schon mal verbauen. Und Gott sei Dank spielt hoffentlich Statik keine Rolle. Hier muss ich warten. So, dann kriegst du das dahin. Andersrum, mein Freund. Genau. Andersrum. Jawohl. Sehr gut. Ah, da brauche ich ja noch mehr Elemente. Oh, das wird aber hoch. Das wird ordentlich hoch. Und später muss ich da hochfliegen. Ares tanzt. Habe ich Musik? Habe ich irgendwo Musik an? Oh. Oder tanzt Ares einfach so? Sehr gut. Ja, da muss ich dann noch mit irgendeinem Viech da hochfliegen. Und die anderen Elemente. Sag mal, hörst du auf? Hörst du jetzt auf mich? Also, geht doch. Genau. Dann muss ich die anderen Elemente irgendwie noch färben. Also durchsichtig machen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Hier. Oh. Habe ich zu viele Schrägen gebaut? Naja. Das ist wie mit den Nudeln. Das macht man auch immer zu viel. So. Also die dreckigen Scheiben, hä? Ist doch schon so viel besser. Genau. War das schon mal? Und da haben wir dann gleich hier die Wände noch rein. Ich habe ja noch ein paar. Ein paar tausend. Oh, ist das ein großes Ding. Das sollte gar nicht so hoch werden. Das andere auch so hoch? Ja. Naja. Wir wollen ja auch hoch hinauskommen. Ja. So. Das ist übrigens auch eine Mod. Die Clear Glass Mod oder wie die heißt. Da gibt es aber mittlerweile von Wildcard auch eine extra Mod. Da kann man das komplett durchsichtig machen. Aber dann hat es ja gar keinen Effekt mehr. Also dann wäre das so, als wäre gar nichts da. Und von daher. Ah. Naja, aber immerhin. Wir müssen halt ein paar Töpfe hin oder so. Ein paar Pflänzchen, dass man das nicht so sieht. Aber ansonsten. Geht ja erstmal ein bisschen voran. So, jetzt kann ich auch die Lampen bauen. Da würde ich gern. Wo haben wir sie denn? Da. Einfach hier direkt an die Ecke, wisst ihr? Hallo? Du sollst das schon dahin bauen. So. Dann machen wir auch gleich so. Genau. Dann kommt die nächste gleich hier an die Ecke. Du bist ein braves Mini-Rexchen, ja. So. Und da hinten. Da brauchst du. Ist auch lustig, dass man das so machen kann, hä? Nein, das wollen wir nicht. Obwohl es mich dazu verleiten würde. Nein, machen wir nicht. So, sehr gut. Da haben wir doch schon mal einen Grund. Jetzt werde ich hier vorne noch ein paar Blumenkästen hinballern und sowas, ne? Und dann testen wir mal die Beete. Und ich bin am Überlegen, welche Beete wir nehmen. Nehmen wir die Originalen? Sind das die Originalen hier? Kein Dünger hinzufügen. Ich will ja keinen Dünger hinzufügen. Ich will in dein Inventar. Pflanzenbeet. Okay, das ist das Standard-Pflanzenbeet, ja. Die würde ich auch gern weiternehmen. Denn ihr wisst ja, wie das ist mit den gemoddeten Sachen. Wenn dann irgendwas nicht funktioniert, ist dann plötzlich alles weg. Und das ist so uncool. Das fetzt einfach nicht. Dann würde ich gern da eine Säule hinsetzen. Wartet mal. Wir haben doch so coole Säulen. Coole Säule, wo steckst du? Da.
Ja, ich bleibe lieber beim Original, das ist besser. Nachher kommt sie eines Tages online und alles ist im Eimer. Cool. Cool. Oh, da habe ich doch gleich noch eine geile Idee. Gucken Sie. Hä? So, ja. Er war's. Sieht das lustig aus? Dann einfach so lang. Ja, das sieht doch super aus, Leute. Sieht mega Hammer aus. Die hatte ich nämlich auch hier drin gefunden. Da brauche ich jetzt nämlich nicht rumeiern, Ewigkeiten. Ja. Mama Zähne davon. Wir gucken uns die ganze Sache mal an. So. In der Zeit kann ich ja einen Schluck Kaffee trinken. Ist ja auch schön hier, oder? Eine Rustic Floor. Das ist ein Floß. Was haben wir hier? Hallo? Crop Plot. Rustic Crop Plot. Okay. Nee, das ist mir zu gefährlich. Lieber nicht. Nee, da machen wir dann die Original. Aber sowas hier, so Verzierung und so, kann man da schon ranümmeln. Das geht schon. So. Ah. Und so. Da könnte man ja dann, wenn man wollte. Aber ich glaube, das wird too much. Nee, wir lassen das mal so. Ich glaube, wir lassen das mal so. Dann kommt nämlich der Käse hier noch hin. So. So. Irgendwas hat's, ne? Habe ich auch das Gefühl. Ja. Ja. Da baue ich noch ein paar. Kann ich die von hier gleich bauen? Reicht das? Reicht es bis hierhin? Zeig ich mal. Ja, wozu hat man den Mods, ne? Natürlich. Sehr gut. So, komm. So? So? So. Das würde ich glatt nicht empfehlen, oder? Oder geht das auch? Nee, das geht nicht. Dann nehmen wir das wieder mit. Aber das passt schon so. Ja. Dann könnte man ja hier, wenn man Bock hat, noch so einen Bogen bauen. Gibt es hier nicht so Bögen? So Türbögen oder so ein Kram? Wartet mal, wartet mal. Baderaum? Hier gibt es eine Guillotine, Leute. Also wer nicht lieb ist von euch, ne, der wird... Ich sag's nur. Dining Room, Feuerstelle, Küche, Leinwand, Lichter, Marktdeko. Oh, hier gibt es auch noch so Kisten, ne? Oh, oh. Was ist das? Achso, ein Anti-Diebes-Dings. Hier gibt es sogar einen Einkaufswagen. Den kriegt sie dann davor. Und einen Einkaufskorb und einen Hubwagen. Nee. Office? Nee, da brauchen wir nicht reingucken. Outdoor. Da ist bestimmt was Schönes dabei. Genau, hier, schaut doch mal. Aber das ist zu groß. A Deko-Item for your garden. Naja, das ist too much. Das ist zu groß. Ich brauche was Kleineres. Hier wird sie nicht, dann kommst du nicht durch, oder? Nee, das ist ja nur eine Wand. Nee. Was ist das? Ein Wasserrad. Zeig mal her. Ich möchte mal so eins bauen. Wie groß das ist. Zack. Hat das vorne an die Ecke gestellt, wisst ihr? Na, die Milch. Weißt du, wir haben so eine übertrieben gute Kuh. Da hole ich mir einfach 80 neue. Ist meine Lieblingskuh. Oh. Hier fehlen ja auch noch Säulen. Da habe ich ja was. Oh. Verdammt. Wie viel brauchen wir noch? Zwei. Zwei Säulen bitte zum Mitnehmen. La 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 la. Da. Zweimal. Ja, man kriegt Milch von der Kuh, zeige ich dir gleich. Die muss sowieso gemolken werden. Das ist ja schon wieder früh, weißt du. Die muss ja, sonst kriegt die ja Angst. Ist ja. Kriegt die Bauchschmerzen und dann heult die wieder den ganzen Tag. Fehlt noch eine Säule. Oh, Leute. Eine bitte noch. Eine. Eine geht noch. So.
machen wir es jetzt. So, du kommst dahin. Ja, da hinten brauchst du jetzt keine unbedingt. So, und jetzt teste ich mal das Ding. Ach, das ist ja süß. Kann man das nicht... Ich glaube, das sieht doch auch nett aus, wenn man das... Oder ist das zu viel hier hinten, oder? Ist das... Warte mal. Es ragt da so rein. Aber, was kann man damit machen? Wasser trinken. Ist aber nett, ne? Sieht halt nur hier doof aus. Wir heben das mal runter und werden das mal versuchen. Nehmen wir das Laub hier weg. Wir stellen das mal hier hin. Mal gucken, ob das gerade geht. Ne? Das wäre ja auch geil. Oder setzen wir da eine Foundation drunter und stellen es da drauf. Komm, wir testen das. Wir sind doch hier, um das zu testen. So. 50 brauche ich nicht. Wir nehmen mal ein paar mit. So, davon. Ja, ja, das ist zwar zu nah an der Tür, das ist wichtig, deswegen schauen wir uns das nochmal an. Da hinten fehlt noch eine Säule. Leute. Oh. Was da? Maschinengewehr brauche ich gerade nicht. Kriegt man das irgendwo? Verdammt. Blöd. Na? Na dann vielleicht doch da hinten hin. Ist ja nur mal zum Gucken. Das ist ja auch nur ein Deko-Element, ne? Na? Das ist doch gemütlich. Auch noch ein paar Säulen. Habe ich gerade so festgestellt. Na? Oh, wie ist das schön. So was hat man lange nicht gesehen. Da, da kommt das Ding dahin. Ja, 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 das war richtig. Danke. Dann hätte ich das hier gern verkleidet. Damit das denselben Stil hat. Na, ja, wisst, wie ich denke. Dann kommt da jetzt auch noch Lampen hin. Zwar, natürlich habe ich zu wenig Lampen. Ah, ich habe zu wenig Lampen. Gibt es ja nicht bessere Lampen? Gibt es doch noch eine Million anderer schöner Lampen. Auto. Aber schaut mal einer an. Gibt es ja noch unser Gartenlicht. Ich glaube, das hat auch eine geile Stimmung. Und dann haben wir sowas. Eine Garden Lamp. The greatest Garden Lamp ever, ever, ever. Wir testen die mal. Badu, 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 badu. Hinten haben wir nämlich ein bisschen Platz. Garden Lamp. Sehe ich die natürlich nicht. Nee, die ist zu groß. Die ist leider zu groß. Leider ist die zu groß. Naja, wir haben ja noch Möglichkeiten. Ne? Wir haben ja noch... Oder ich hau so eine kleine dahin, ne? Die sahen ja richtig cool aus. Und die anderen sind tatsächlich zu groß. Ich glaube, das ist noch größer, das Ding. Ja. Pass mal auf. Wir machen mal zwei davon. So. Du kommst mal wieder weg hier. Schwupp. Voll. Irgend sowas Indirektes. Wisst ihr, was ich meine? Ich sehe nicht. Jetzt können wir doch wahrscheinlich die auch dunkler machen. Jawohl. Die machen wir auch dunkler. So. Und wenn es dunkel wird, Leute, dann wird es nämlich dunkel. Ja, da wisst ihr Bescheid. Sehr schön. Die sind echt schön, ja. Finde ich auch. Sehr gut. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Pflanzkübel und so ein Kram. Wir werden die... Ja, wir nehmen die Originalen. Ist egal.
Ist doch völlig egal. Wo haben wir denn die hier? Wie heißen die? Ein Crop Plot irgendwas, ne? Mittel. Klein. Ach, das ist ein großes. Ist das echt ein großes? Das sieht aber hässlich aus. Ich baue mal so ein großes einmal. So. Einmal, ja. Wir werden das schon... Wir lösen den Fall auf jeden Fall. So. Ah ne, das sind die. Okay. Oh, das guckt ja raus da. Oder? Nö, das passt. Das sieht aus wie dafür gemacht, oder? Also ich finde die okay. Ne? Ich finde die okay. Die haben wir ja hier drüben auch gemacht. So, der steht. Das sieht wunderschön aus. Der plätschert sogar ein bisschen. So. Dann bauen wir... Viele, würde ich sagen. Davon muss ich noch was hinbauen. Das sieht hässlich aus. Moment. Ein Moment. Etwas Cooles, Kleines, Süßes, was da stehen kann. Ein Gartenstuhl. Nein. Natürlich nicht. Heute. Was haben wir denn hier? Ein Sonnenschirm? Macht ja keinen Sinn. Dann haben wir eine Satellitenschüssel. Die kommt ans Haus. Weil wir wollen ja auch irgendwas... Nee, wir haben ja Internet hier. Das brauchen wir nicht. So. Ist das ein großer oder ist das ein kleiner Brunnen? Das müsste man rausfinden. Ah, ich glaube, der war recht groß. Den habe ich nämlich am Haus schon verbaut, glaube ich, einmal. Sag ich mal. Mal gucken. Wir gucken mal. So. Und hier muss irgendwas hin. Ist doch okay. Na komm, wollen wir da noch ein Lämpchen in die Ecke stellen? Oder war das ein... Ne, das müsste gehen. So. Na, jetzt. Ja. Komme ich nicht ran. Doch, jetzt. So. So. Na, ist doch schon mal... Das ist doch schon mal ein Anfang. So, ich gehe mal die Dinger schnell wechseln oben. Na, hier kommst du nicht durch. Haben wir was Kleines? Ach komm. Komm du mit. Hui. Ah. Hui, Vorsicht. Oh. Die kann man gar nicht ändern. Warum nicht? Oh, das ist ja blöd. Was sagst denn du dazu? Ah. Nö. Da fällt dir nichts ein, hä? Naja, du kannst auch nichts dafür. Na, dann setzen wir uns wieder hin. Ich war der Meinung, das andere Gewächshaus hat das doch auch, oder bin ich doof? Nee, das hat das auch nicht, siehst du? Das ist genauso manchig. Ja. Nö, ich glaube, da müssen wir damit leben. Ich glaube, das hilft nicht anders. Naja, wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal viele, viele Beete bauen. Beete. Wir machen mal, wir fangen mal vorsichtig mit 20 an. Attacke. Kann ich mal die anderen Teile schnell rausschmeißen? Ich würde sagen, ihr Lieben, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn wir hier zum vielleicht Abschluss kommen. Ja? Lieben Kommentar hinterlassen, ein Like, ein Abo, ein Däumchen nach oben wäre ein Träumchen. Das hilft dem Kanal. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.